Meine Alpinlorquantenstöcke haben die Spannung verloren. Wie kann ich sie wieder einfach und schnell nachspannen? Hier, schraub den Griff ab. Also die Klemmschelle lösen. Dann öffnet ihr beim unteren Segment die Kunststoffschraube. Wenn sie fest sitzt, einfach mit einer Kombizange diese aufschrauben und lösen. Dann die Schraube rausnehmen. Am besten würde ich hier diese Schraube mit einer Spange fixieren, dass diese nicht in den Stock hineinrutscht. Wenn das geschehen sollte, könnt ihr sie auch herausblasen, also von der anderen Seite mit einem Luftstoß. Der einfachste Weg, um unsere Stöcke zu spannen, ohne mit viel Werkzeug, ihr könnt einfach an der Spitze, also an der Schlaufe, einfach einen ganz normalen Knoten machen. Einen klassischen Sackstich, auch genannt bei uns in Österreich. Ich weiß, diesen könnt ihr einfach festziehen und diese beschädigt dann den Draht nicht und so könnt ihr gleich die Seillänge sicher um 2 cm verkürzen. Dadurch habt ihr wieder eine optimale Spannung bei eurem Alpinlorquantenstock. Hier könnte man natürlich auch die Ösen lösen, aber das ist wirklich der einfachste Weg. Und dann könnt ihr einfach wieder den Draht reinstecken, die Hülse wieder ranschrauben und am besten fest anschrauben, am besten vielleicht mit der Zange ein bisschen nachdrehen und die Klammer lösen und dann solltet ihr sicher wieder 2 Zentimeter mehr Spannung haben und ihr könnt wieder eure Wanderung genießen.